geilste Galaxie brachte keine Erkenntnisse. Deshalb muss ich weiter und flieg ins Unendliche. Die Kometen kommen unaufhaltsam näher, aber ich bin auf dem Ego-Trip und denk, kommt doch her. Ein Kometensplitter trifft fast mein Schiff. Ich manövriere nach links, sodass er nur mein Heck trifft. Warum hat das Radar das nicht angezeigt? Vermutlich ein Virus eingeschleust im Schaltkreis. Alien-Technologie, die ständig mutiert. Der Großteil unseres Schiffes ist bereits infiziert. Dort hinten am Horizont das flackernde Licht ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein fremdes Schiff. Der Alarm bestätigt den Fund feinster Partikel uns bisher unbekannter Genetik. Ich schick ein paar Proben runter ins Labor, aktiviere den Deflektor und scanne den Sektor. Die Lebensform ist größtenteils synthetisch, aber Teile der DNA sind sehr menschenähnlich. Waffensysteme scan, unbekannt. Deflektortechnologie uns unbekannt. Ziel und Auftrag ihrer Mission unbekannt. Aber wäre es ein Frachtschiff, wäre es unbemannt. Wir diskutieren mögliche Angriffsstrategien und Ausweichmanöver werden einprogrammiert. Ich hab kein Vertrauen in den Autopilot, deshalb greife ich das Steuer, schalte Alarm auf Rot. Eine diplomatische Lösung wär uns allen lieber, aber keiner unserer Funksprüche wurde erwidert. Ein Kampf wie dieser bringt mehr Opfer als Sieger, doch ich hab den kompletten Flieger voller gieriger Krieger. Mein Team ist Elite, die Creme de la Creme. Wir haben oft genug dem Tod schon ins Auge gesehen. Ich schicke vorab ein paar elektronische Viren mit dem Ziel, ihr Steuersystem zu infiltrieren. Sollte dies gelingen, werden wir es manipulieren. Sie könnten dann ihr Schiff nicht mehr richtig manövrieren. Abwarten, der Bordcomputer hat neue Daten, Analysen und die genauen Koordinaten. Ich stelle das Visier ein, das Ziel ist eingeloggt. Die modernsten Waffensysteme sind angedockt. Die Außenhülle ist ein unbekanntes Material, die Panzerung eine Art Plasma-Titan. Unbekannter Energieanstieg in seinem Sektor, das bedeutet, er bereitet den Erstschlag genau jetzt vor. Doch ich will nicht der Letzte sein und Feuer. Gebündelte Laserstrahlen leuchten wie Feuer. Ein Laser trifft sein Schiff und er strahlt im Anklitz. Und obwohl ich in Hektik bin, genieße ich den Anblick. Eine Detonation weckt mich wieder auf. Es klang nach einer Explosion im Maschinenraum. Die meisten Geräte fallen aus und durch ein Leck im Heck geht uns der Sauerstoff aus. Ich schicke eine Videonachricht an die Familie, vorher aufgezeichnet für den Fall, dass wir verlieren. Ich muss mich konzentrieren und weiche aus, schieße parallel noch ein paar Photonentorpedos raus. Ich weiß, der andere Captain hat viel Flugerfahrung, denn er ortet unser Schiff trotz unserer Tarnung. Fuck it, ich muss ein Exempel statuieren, tu ein letztes Mal vor meiner Crew salutieren. Ich atme tief ein, Flashbacks, das Leben rast vorbei. Es war gar keine schlechte Zeit. Scheißgefühlsduselei. Lege den Finger auf den roten Knopf und zähl bis drei. Dann zünde ich die Waffe, von der niemand weiß, dass wir sie an Bord haben. Der Transport war geheim. Die Vakuumbombe zündet und implodiert. Der Unterdruck hat ein schwarzes Loch kreiert. Update, elektronischer Virus installiert. Das feindliche Schiff lässt sich nicht mehr richtig navigieren. Es dreht sich im Kreis wie Draht auf einer Spule und verschwindet dann für immer im Innern des schwarzen Strudels. Verschwindet dann für immer im Innern des schwarzen Strudels. Verschwindet dann für immer im Innern des schwarzen Strudels. Verschwindet dann für immer im Innern des schwarzen Strudels. Verschwindet dann für immer, 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 immer.